Hallöchen, meine lieben Wimmelbit-Freunde, und willkommen zurück zu Widgets Legacy 1, Fluch der Hexen. Folge 9 sind wir jetzt schon angelangt. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, wo wir Elisabeths Geheimraum gefunden haben. Und wo wir jetzt Blut mitgenommen haben, warum auch immer. Ich glaube, wegen dem Amulett hier, wegen dem hier. So. Aber da das Spiel keine Karte hat oder sowas, ist es schon ein bisschen schwieriger, eine Herausforderung, sprich. Und als erstes, was wir in dieser Folge machen, ist ein wunderschönes Wimmelbild. Roter Anker und Dampf. Dampf, 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 Dampf. Okay. Ja, war doch hier irgendwo eine Räucher-Dingsbums, oder? Mit Streichhölzern könnte ich diese Maschine starten. Wahrscheinlich mit denen hier. So, Katzenfutter erstmal hier. Roter Anker. Handabdruck. Zwei Schlangen. Hier und hier. Dann Hufeisen. Dann eine Nautilus-Schale. Ach, da. Dann Dampf. Dann brauche ich einen Teller. Bin ich blind? Warum sehe ich jetzt keine Teller? Das sind doch keine Teller, das sind Tassen. Ach, da. War eine Schildkröte. Die ist hier. Da ist ein Ei. Das ist doch, ich wollte schon sagen, dass das die Pistole ist. Ein Apfel. Ja, das ist eine Birne. Das ist ein Apfel. Katzenfutter. Ah, Katzenfutter für die... Wahrscheinlich müssen wir es auch noch irgendwie öffnen. Vermute ich mal. Das war hier lang. Ja, ich habe das Wimmelbild gesehen, aber ich will erstmal die Katze füttern. Was habe ich jetzt da bekommen? Kreide. Okay. So, Rad- und Schallplatte. Eine Speiche fehlt. Okay. Wo ist denn hier... Warte mal, ich scanne das jetzt mal so ab. Wir brauchen eine Speiche. Das ist Schallplatte, die habe ich jetzt schon gefunden. Aber wo ist die Speiche? Jetzt bin ich doch schon mal durch das komplette Bild gegangen. Wo ist denn hier die Speiche? Ist die... Ja, komm. Hier. Jetzt, es fehlt aber nichts mehr, hoffe ich mal. Kartoffeln.
Schiffe, also Schiff mal zwei Schiffe. Da das Papierschiffel und das richtige Schiffel. Im Pfeil. Das Seepferdchen. Die Bürste. Jetzt bin ich schon wieder blind. Bürste, Bürste. Ach da, so eine Bürste, eine Rückenbürste. Okay, Regenschirm habe ich auch schon gesehen. Das Rad habe ich auch schon erfunden. Die Schildkröte. Die Schaufel, die Schallplatte. Die Stoppuhr. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Löffel hier. Und ich krieg eine Schaufel. Wahrscheinlich können wir jetzt das Grab aufschaufeln. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade so nebenbei, hätten wir noch was aufgraben können. Das ist jetzt die Frage der Fragen, aber ich schaue erstmal, ob ich das Grab aufschaufeln kann. Wo die ganze Zeit am Pochen ist, sogar. Da ist sogar noch ein Wimmelbild, aber ich will erstmal das testen hier. Okay. Was für ein Schloss. Womit kann ich es öffnen? Mit der Kreide auf jeden Fall nicht. Mit dem Blut auch nicht. Mit dem auch nicht. Kann ja sein, dass wir das Ding schon haben und wir wissen es nicht. Nö. Klopft das jetzt immer noch? Nö. Machen wir mal das nächste Wimmelbild. Ja, jetzt lacht die Elisabeth hinter uns und lacht. Ja, jetzt muss sie was suchen. Mit irgendwas muss ich ja den Spiegel zerbrechen. Okay, Nuss. Mit irgendwas muss ich doch das hier zerdeppern können. Ja, genau. Jetzt müsste eigentlich die Hexe fluchen. Mein Lieblingsspiegel! Ja, so gemein sind wir. Wenn die hinter uns lachen kann, können wir auch Sacken von ihr kaputt machen. Aber jetzt brauche ich eine Maus. Das ist keine Maus. Definitiv nicht. So, jetzt erstmal die Maus hier. Da mal die Maus. Dann brauchen wir einen Hummer. Der bringt uns keinen Kummer. Hummer. Wahrscheinlich wieder irgendwo aufgemalt oder sowas. Wo ist denn hier ein Hummer? Ich weiß, wie ein Hummer ausschaut. Und zwar so. Jetzt mal, dass das hier die Nuss ist. Dann der zersprochene Spiegel. Okay, ich dachte, das wäre jetzt die Kelle. Kelle, die hier. Dann das Schwert. Was ist mächtig, ist das Schwert? Die Feder. Aber ich brauche jetzt mal das Schwert hier. Da oben links war's. Grabschlüssel. Der hier? Und da der Pinsel. Das Kreuz.
Die übt wahrscheinlich gerade ihre böse Lache, vermute ich mal. Da ist auch noch ein Korkenzieher. Jetzt noch die Haarbürste. Da. Ja, und das ist wahrscheinlich dafür. Bin gespannt, wer da drin ist. Hi. Please, don't be frightened. And you mustn't scream. Yes, you must be the long-lost cousin Grandma Margaret spoke of. It is unfortunate we never had a chance to meet before now. Hear me when I say that there is nothing left I can do for Lynn, for my curse shackles me. Years ago, I brought Elizabeth home to meet my family. She was to be my bride, but shortly after they met, my family began to die, one by one, under mysterious circumstances. It was only then that I learned the truth, that Elizabeth is a witch. I tried to stop her the only way I thought possible, with her own magic. I found an amulet in her lair, but I didn't enchant it properly, probably because I was missing some ingredients. As a result, I failed to defeat her. Now I am chained to my withering corpse, unable to aid the one I love most, my sister Lynn. Elizabeth killed every last Charleston, except for Lynn. Why her? I do not know. And now it seems that Lynn is not the last Charleston. Now, it falls to you. Please, stop Elizabeth. Stop her at any... Armer, armer Kerl. Ja, habe ich eine Schere dabei oder sowas? Ich habe ein Messer dabei. Okay, jetzt ist er komplett weg. Arme Sau. Hat er nicht verdient. Hat er nicht verdient. Wir werden Elizabeth aufhalten und das ist das Letzte, was ich tue. Das Böse gewinnt nie über das Gute. Verbrenne die Runen auf der Tafel, um sie zu öffnen. Du kannst immer nur 4 Runen auf einmal entfernen. Entweder vertikal oder horizontal, um eine Reihe an Runen zu entfernen. Klicke die gewünschte Rune an und klicke dann auf die näher liegende blinkende Rune. Okay, das war schon mal falsch. Eieieiei. Ja, fehlt nur noch eine, ja. Es ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Vielleicht geht's erst mal auf. Wer weiß. Jawohl. Das ist jetzt noch ein Stück des Amuletts. Jawohl.
Toms Geschichte. Ich verliere wohl langsam den Verstand. Ich habe das Grab ausgehoben aus dem Linz, auf dem Limsaß. Linsaß. Darin fand ich Toms Körper. Er sieht furchtbar aus, denn er ist weder tot noch wirklich lebendig. Jemand hat ihn mit einem grässlichen Zauber belegt. Ich bin die Erste, der erst seine Geschichte erzählen konnte. Elisabeth verzauberte ihn und nachdem er sie mit ihm das Haus seiner Eltern gebracht hatte, begannen die Familienmitglieder des Kalotzens einer nach den anderen zu sterben. Nun gibt es nur noch zwei überlebende Familienmitglieder, Lynn und mich. Elisabeth kann mit Hilfe eines Amulets aufgehalten werden. Das richtige Ritual dazu kennt nur Elisabeth. Ich muss also ihr Versteck finden. Vielleicht helfen mir ihre Notizen dabei, ihre Absichten aufzudecken, sie zu besiegen und Lynn zu retten. So, das muss ja das Uhrengewicht sein. Ich hoffe, ich bin im richtigen Etage. Nein, bin ich nicht. Aber wisst ihr, was ich immer genial finde? Sie ist ja so eine böse, mächtige Hexe, ja? Und sie lässt uns einfach freien Lauf hier rumlaufen, weißt? Statt, dass sie uns irgendwo fesselt oder sowas, lasst sie uns das hier machen und riskiert damit, Nun ja. Zu verlieren. Ein Brief über das kleine europäische Städtchen und Legenden über Hexen. Toms Testament. Ich habe Toms Testament im Versteck hinter der Uhr gefunden. Er schreibt, er hätte Elisabeth in einer kleinen europäischen Stadt, welche am Fuße des Blocksbergs liegt, getroffen. Es geht die Legende, dass dort in der Schlossruine auf dem Gipfel einst Hexen in ihre Unwesen getrieben haben. Allerdings glaubt niemand ernsthaft an diesen Aberglaube. Tom war von dem Mädchen, das er nahe des Sees traf, fasziniert. Zur Zeit der Niederschrift des Testaments allerdings versuchte er sie zu töten, um sich an seine Schwester zu retten. Im Schloss wimmelte es nur so von Hexen. Das ist kein Ort, an dem ich mich aufhalten möchte. Yep. Will keiner. So, jetzt haben wir... Ach, lass mich raten, wir haben immer noch nicht die ganzen Tasten. Aber ich weiß ja jetzt, wo ich mit dem Ventilrad hin muss. Also keine Panik auf der Titanic. Ja, da haben wir auch noch ein Wimmelbild. Filmspule und Strohpuppe müssen wir vervollständigen. Dann haben wir hier die Strohpuppe. Ich hoffe mal nicht, dass sie noch einen Hut braucht oder so. Filmspule hier. So, Kröte. Kröte, da ist eine... Ist das eine Kröte? Ne, das ist eine Echse. Ach, Mist. Ja, jetzt wäre es eigentlich schon egal, aber... Mir nicht. So, wo ist diese... Wunderschöne Kröte? Mit ihren grünen Schuppen? Was auch immer. Wo ist die Kröte? Da, das ist keine echte Kröte gewesen, okay. Filmspule, Seile, Kompass, Botenabdruck ist da. Dann brauchen wir eine Maske, Streichhölzer, die Sonne, die Strohpuppe. Was ist bitteschön eine Flüstertüte? Achso, ja, Flüstertüte. Das habe ich damals in meiner Kindheit gehabt. Da waren immer so verschiedene kleine Spielsachen drin. Ach ja, aber wo ist die Flüstertüte? Das ist die Frage jetzt hier. Flüstertüte. Also wenn es so ist, ausschauen sollte, wie ich es mir vorstelle. Ich habe keine Ahnung, wie die Flüstertüte ausschauen soll hier. Flüstertüte. Ja, jetzt mache ich hier ein paar Fehlklicks, weil halt alles ausschaut wie eine Flüstertüte. Das hätte jetzt auch eines sein können. Ja, okay, dann mache ich die letzten Gegenstände erstmal. Eidechse.
Brille. So, und was ist jetzt die Flüstertüte hier? Ich hab keine Ahnung. Ich muss einen Tipp geben. Nehmen. Nennt man das Ding wirklich Flüstertüte? Das ist ein... Da spricht man durch und ist laut. Es war definitiv keine Flüstertüte. Definitiv nein. Ja. Das ist wohl wahrscheinlich was kaputt ist. So, meine Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, dann schaut in die nächste Folge rein, abonniert diesen Kanal und läutet die Glocke. Tschüss.